Das Metor-Bike. Knapp 50 Stundenkilometer schnell bis zu 110 Kilometer Reichweite. Ein Retro-E-Moped. Konstruiert und gebaut mitten in Schleswig-Holstein. In Medewade, im Kreis Stormarn. Und zwar von Marvin Rau und Michael Spitalny. Sie sind seit der Schulzeit schon dicke Freunde. Beide begeistern sich schon immer für Motorräder. Während des Studiums beginnen sie damit, sich ihren Traum wahrzumachen. Ein selbst konstruiertes elektrisch angetriebenes Moped im Vintage-Look. Die Bikes, die wir jetzt als Prototypen aufgebaut hatten, auch ein Jahr lang durchgetestet, bevor wir überhaupt in den Verkauf gegangen sind, um sicherzustellen, dass die Bauteile funktionieren und dass der Kunde dann am Ende auch Spaß mit seinem Produkt hat und es auch bei jeglichen Bedingungen fahren kann. Aus Prototypen wurde eine Kleinserie. 50 Exemplare bauten die jungen Unternehmer bisher in der alten Tischlerwerkstatt von Marvins Opa. Der Gleichstrommotor mit 9,5 PS Spitzenleistung, nahezu geräuschlos. Für die beiden Tüftler muss ein Kraftrad allerdings auch klingen. Darum haben sie ihrem Bike ein Soundmodul spendiert. 8 Sounds stehen zur Wahl. Und das ist hier noch unser eigener Elektro-Sound. So, ein bisschen lauter. Das ist das Coole, für jeden Geschmack ist dann was mit dabei. Die Basis für die Metor-Bikes sind Moped-Rahmen der Firma Puch aus den 70er Jahren, aufgearbeitet und pulverbeschichtet. Das Nachfolgemodell wird jedoch eine komplette Eigenkonstruktion. Das Design ist, wird gleichbleibend sein. Wir werden ein paar Anflanschpunkte abändern, aber quasi nur, um die Montage zu vereinfachen. Stolze 8.000 Euro muss man für das Einstiegsmodell aufbringen. Kunde Kai Grätsch holt sich heute ein Update ab. Ein Display, das übrigens von einem Zulieferer aus Kiel kommt. Mega, mega. Es ist so, so cool. Es ist das Geilste, was ich in den letzten Jahren angeschafft habe. Es ist geiler als mein MacBook und geiler als mein Porsche. Es ist einfach mega. Bei aller Begeisterung sehen die Tüftler für das geplante Nachfolgemodell Verbesserungsbedarf. Die 60 Kilometer Reichweite mit dem kleinen Akku, übrigens recycelt aus der Automobilindustrie, ist bei kühleren Temperaturen für längere Fahrten nicht hoch genug. Und auch bei der Motorisierung ist noch Luft nach oben. Wir machen eine 80 km/h Variante und auch noch eine 125er mit 15 PS Nennleistung und wahrscheinlich sogar 42 PS Spitze. Und die 80er wird dann ziemlich genauso aussehen wie die aktuelle 50er, dass man da dann noch einen größeren Motor reinbekommt. Die Nachfrage ist so groß, dass sich Marvin Rau und Michael Spitalny beim Kraftfahrtbundesamt als Hersteller registrieren lassen wollen, um europaweit verkaufen zu können. Dann sollen 200 Mopeds pro Jahr aus Opas alter Tischlerwerkstatt rollen.